Yo Leute, was geht? Und willkommen auf dem Grub Nation Kanal. Ha! Schmeckt! Ja, und heute soll es mal nur um das Thema gehen, ob ich empfehlen würde, die Karre hier Vollkasko zu versichern. Ich habe schon mal dazu mal ein Video gemacht, so ein ähnliches Video, in dem ich sage, wie viel ungefähr die Karre mich im Monat oder allgemein die Fixkosten so kosten von so einem Bike. Und dann haben wir halt viele halt gefragt, yo, hast du sie denn Teilkasko, Vollkasko oder was hast du sie versichert? Und dann habe ich mir halt gedacht, wäre eigentlich eine ganz sinnvolle Idee, mal zu sagen, was ich habe und was ich euch empfehlen würde und wieso ich mein Motorrad so versichert habe. Also ich habe von vorne ab schon mal meine Karre Teilkasko versichert. Wieso Teilkasko und dann nicht gleich Haftpflicht oder sowas? Boah, Alter, hier ist der nass. Behindert. Ja, aus dem ganz einfachen Grund. Boah, erstmal müssen wir hier, glaube ich, noch einen Wheelie pullen, außer Gegenverkehr. Nee. Oh mein Gott, wie geil. Geil! Ja. Ja, aus einem ganz einfachen Grund, da dann auch noch Diebstahlschutz dabei ist, sowas in der Art, irgendwie Diebstahlschutz. Und naja, die Husqvarna ist jetzt gerade ja auch kein Schnäppchen gewesen, für meine Verhältnisse her. Und deswegen dachte ich mir, wenn sie jemand klaut, dann bin ich wenigstens dazu versichert. Und ich glaube, das hätte gar nicht so viel ausgemacht. Teilkasko oder Haftpflicht. Nur extrem wird es dann bei Vollkasko. Vollkasko kostet das gute Schätzle hier, ich glaube im Jahr 750 und Teilkasko kostet 240 oder sowas. Also nochmal knapp 500 Euro mehr. Und da muss man halt abwiegen, sind einem das jährlich 500 Euro wert, sie Vollkasko zu versichern. Oder nicht, also ehrlich gesagt, mir ist es das im Grunde nicht wert, weil allein schon aus dem Grund, wenn man sie Vollkasko versichert und man sagt, ja gut, wenn ich sie schmeiße, dann ist es mir ganz egal, juckt mich nicht, dann ist es schon mal komplett für mich eine falsche Einstellung, weil wer schmeißt denn freiwillig sein Bike und denkt sich so, ja gut, dann kriege ich halt ein neues. Und zusätzlich kommt ja dann noch, dass du je nach Vereinbarung, dann einen Eigenanteil zahlen musst, der dann auch zwischen, ich schätze mal so, zwischen 250 und 500 Euro liegt. Ich bin vor allem mir gar nicht sicher, wie viel man denn dann noch bekommt. Also den Neupreis, glaube ich, bekommt man ja nicht. Man bekommt dann wahrscheinlich den jetzigen Ist-Wert, der Wert, der vor dem Unfall geherrscht hat. Und wenn man dann so schlechte Gutachter hat, wie ich zum Beispiel bei meinem Motorradunfall, Grüße gehen auf jeden Fall raus an euch. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Dann werdet ihr halt so richtig hochgenommen. Weil dann wird die Karre halt nochmal ein Tausender, 2000 Euro weniger wert. Obwohl allein die Anbauteile schon so viel wert sind. Und es steht sogar in dem Gutachten immer drinnen, dass ja, der Preis wird berücksichtigt mit dem ganzen Zubehör, Scheißdreck. Und klar, Zubehör ist danach nicht mehr neuwertig. Das ist schon logisch, aber mein Gutachter hat da zum Beispiel auch gar nichts reingerechnet. Bin ich mir da jetzt auch nicht ganz sicher. Also man bekommt, glaube ich, nicht den Neupreis. Ah, korrigiert mich da aber gerne. Wenn ich da falsch liege, dann korrigiert mich mal in den Kommentaren. Dann weiß ich natürlich auch wieder mehr. Wenn du dann nur noch zum Beispiel jetzt angenommen, meine Karre kostet jetzt 10.000 Neupreis. Du fährst sie schon zwei Jahre. Ein Jahr, zwei Jahre ist er sowieso nur noch. Mit den, je nach Kilometern halt natürlich auch noch. Also verliert ihr auf jeden Fall 2.000 bis 3.000 Euro. So, jetzt hast du an dem Bike noch ein paar Sachen geändert. Handguards, Dekor, Spiegel, was auch immer alles. Ja, fließt da auch noch mal Auspuff zum Beispiel mit dem ganzen Zeug locker noch mal ein Tausi rein. Die Karre wird jetzt so jetzt auf 6.000, 7.000 Euro geschätzt. Der Gutachter sagt, jo, das ist die Karre wert. Du kannst entweder zustimmen oder musst dir noch mal einen Gutachter suchen,
der das Gegenteil beweist und es nochmal uns vielleicht ein bisschen höher schätzt, musst du selber wieder zahlen, hast mega den Aufwand und dann wirst du wahrscheinlich trotzdem niemals das bekommen, was du zum Beispiel immobile.de bekommen würdest, wenn du sie privat einfach verkaufst. Das wäre eigentlich eine ganz geile Wiesestrecke, ich glaube. Da pullen wir doch einen. Hier geht die Fahrbahn so ekelhaft nach links rüber. Muss ich dann voll ein bisschen dagegen lehnen. Probier es jetzt einfach nochmal andersrum. Vielleicht geht es dann ein bisschen besser. Sowieso so krass, wie angenehm die hoch geht. Sehr nice. Ich hoffe, ich habe hier gerade erst geendet. Auf jeden Fall, wenn dann der Gutachter dir das dann viel weniger hoch schätzt, dann hast du mindestens noch mal 1.000er bis 2.000 Euro locker durch den Schätzwert verloren, weil deine Karre ist vielleicht laut Tabelle nach den und den Jahren so viel wert, aber so eine Sumo zum Beispiel, wenn ich jetzt nur von den Supermotos ausgehe, dann ist die nach 2 Jahren auf jeden Fall nicht 4.000, 5.000 Euro gesunken, sondern halt maximal 2. Vor allem mit die ganzen Zubehör-Scheißdreck. Das ist zwar kein Grund, im Grunde viel mehr zu verlangen, aber es ist auf jeden Fall mehr ein Kaufgrund, um sich für die Maschine hier zu entscheiden und dass die Leute sie anschauen gehen. Kamera läuft noch, tipptopp. Und ja, das sind halt alles so Argumente, die finde ich dagegen sprechen, die auf Vollkasko anzumelden. Da geht dir jedes Jahr ein Taui flöten. Ich fahre jetzt die Karre das ist jetzt mein 3. Jahr. Also ja, 2 Jahre gefahren, 3. Jahr. Hab mir jetzt schon im Grunde 500 Euro mindestens gespart und konnte mir das Geld, das was ich jetzt gespart habe, konnte ich jetzt dafür nutzen, um mir Sachen zu kaufen. Auspuff. Ausstattung, keine Ahnung, auf was man halt Wert legt. Ich habe sie auf jeden Fall nicht vorzulegen oder zu schmeißen. Klar, das kann immer mal passieren. Ist mir ja mit meiner XC auch passiert. Aber da war ich erstens noch ein bisschen jünger, ein bisschen naiver und naja. Alter, die Karre, die schiebt halt unten rum, da ballert sie richtig schön vom Klang her und dann ab einer gewissen Drehzahl, ich schätze mal, das wird so bei 6.000 sein. Boah, da schiebt die an, anders. Und hochziehen tue ich sie, schätze ich mal, so auf 4,5, nee, 5. Boah, sowas schätze ich, glaube ich. So, 5 ziehe ich sie hoch. Und dann kommt sie genau perfekt in den Leistungsschub rein. Und dann surfe ich so richtig schön drauf. Aber schlussendlich müsst natürlich ihr das entscheiden. Klar, bei einer Doppel-R zum Beispiel von BMW, die nochmal das Doppelte kostet. Ja gut, da würde ich mir dann das auch wieder anders überlegen. Aber wenn man sich so eine Karre als Motorrad leisten kann, dann glaube ich, muss man bei dem auch nicht mehr sparen, bei der Versicherung. Das war's zu diesem Video. Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Danke fürs Zuschauen. Falls ihr Fragen zu meinem Bike habt oder zu mir, dann schreibt mir das mal unten in die Kommis rein. Und dann habe ich natürlich auch wieder ein geiles Thema, über das ich labern kann. Aber ich überlege mir sowieso immer irgendeinen Scheiß. Ja, Leute, dann verabschiede ich mich jetzt. Kommen noch richtig 2 geile Kurven und dann versuche ich in den Wheelie rein zu surfen. Hoffe, es klappt. Und dann sieht man sich spätestens im nächsten Video. Haut rein.
bis zum nächsten Mal und ciao, Leute!